Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sapiens Tutorial und Gameplay. Und in der letzten Folge haben wir unsere erste erfolgreiche Mammutjagd hinter uns gebracht. Wir haben 3 Mammuts tatsächlich erlegen können mit unseren 6 erfahrenen Jägern. Und was wir uns am Ende des Tages noch vorgenommen haben, für heute, wenigstens zu beginnen, ob wir es ganz schaffen, ist jetzt die Frage, wir vermehren mal die Pflanzen in unserem Gärtchen hier. Das ist ja sicher eine gute Sache. Turmeric. Wir entwickeln die Medizin. Und um Medizin erforschen zu können, brauchen wir erstmal noch 2 Dinge. Wir brauchen einmal kleine Schüsselchen, in der wir die Medizin aufbewahren können. Und wir brauchen einen Grindstone, also einen Mörser. Und die können wir hier in unserem Arbeitsbereich fertigen. Aber jetzt schaue ich gerade mal, da sind alle Plätze mittlerweile belegt. Und wir können nicht wirklich auf die alle verzichten. Wir können sagen, hier, wir haben schon einige Messer. Also wir brauchen jetzt nicht unbedingt die Bone Knives alle komplett. Das heißt, wir fertigen hier mal aus Ton. Und jetzt müssen wir ganz kurz schauen, wie viel Ton haben wir denn? Wie viel Clay? Wir haben 9 Stück. Also wir können hier mal 5 Schälchen oder 6, weil wir können immer nur Vielfache von 2. Aus einem Ton werden 2 Schälchen gemacht. Das heißt, wenn wir jetzt 6, dann haben wir 9. Dann machen wir 10 Schälchen. Dann verbrauchen wir 5 Ton. Tatsächlich. Das ist das eine. Und wir brauchen diesen Grindstone. Und da schauen wir mal, wie weit wir hier sind. Mit den Flöten. Bone Flutes. Und die Mula. Die fertigt die schon. Also das wird jetzt nicht mehr allzu lange dauern. Und dann schauen wir hier mal, wir haben hier noch 7 Flachs und dann haben wir noch 35. Hier brauchen wir die Schälchen und hier haben wir die Stone Axes. Da wird noch eine gefertigt. Das heißt, der Arbeitsbereich wird auch gleich frei werden. Soweit, so gut. Das ist das eine. Und was wir zur Erforschung von Medizin brauchen, neben diesen Gerätschaften, ist noch eine Blumenblüte oder eine Knoblauchknolle. Und welche wollen wir denn als erstes erforschen? Und ich denke, wir brauchen 2 Sorten von Medizin relativ dringend oder früh. Das ist einmal gegen Verbrennungen. Dazu braucht man die Aloe-Pflanze. Und wir brauchen Medizin gegen allgemeine Verletzungen. Also bei der Jagd oder beim Graben und so weiter. Und dazu brauchen wir, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Poppies. Die hier. Das heißt, wir warten noch mal kurz, bis eine der beiden blüht. Also entweder hier, bis einer der Aloe-Setzlinge tatsächlich gewachsen ist und wir den ernten können, oder und bis einer dieser Poppies gewachsen ist. Soweit, so gut. Und wir schauen hier mal, was ist hier das Problem? Das Feuer muss angezündet werden, das tut der gerade. Ah ja, der lernt es. Das ist also in der Mache und dann werden hier auch noch die restlichen Alpaka
Fleischstücke gebraten. Okay. Und wenn die durch sind, dann denke ich, die Alpakas halten sich noch, dann denke ich, können wir die Mammuts wieder braten, um kontinuierlich Fleisch zu haben. Okay, das Feuer brennt wieder. Und hier lernt gerade jemand das Töpfern, der Bruna. Und das ist jetzt hier frei. So, wir haben hier zwei Stone Hand Axes. Und hier wird gerade unser Flint erforscht. Und wenn das soweit erforscht ist, dann können wir hier aus diesem Flint nochmal Flintfaustkeile machen. Und ich schaue mich mal hier gerade noch ein bisschen um. Das ist ein Plain Rock. Ob wir hier irgendwo noch Flint haben. Das ist auch ein Stein. Weil dann sammeln wir noch ein paar Flint ein. Plain Rock. Das ist alles Plain Rock. Okay, Flints haben wir wohl schon alle gesammelt hier. Das ist auch ein kleiner Stein. Da auch. Ja, es ist wie immer. Wenn man was sucht, dann findet man es garantiert nicht. Und wenn man nichts braucht, wenn man es nicht braucht, dann stolpert man ständig drüber. Das ist wie immer. Gut, also Flint ist jetzt gerade im Moment nicht zu finden. Aber sei es drum. Wir machen da einfach unverdrossen weiter. Wir warten, bis es erforscht ist. So, wir haben hier noch einige Sapiens, die noch nichts zu tun haben. Das heißt, wir können hier schon mal, na, wir machen erstmal die Getreide. Die können wir noch mal ernten. Das geht schneller. Vier. Wir ernten das Getreide. Jetzt schauen wir mal ein bisschen von oben, wo wir das am besten noch hinsetzen, um unser Feld optimal zu vergrößern. Vier. Genau. Und jetzt schauen wir mal. Ja. Ist nichts mehr übrig. Wir schauen auch mal, was wir da noch für Setzlinge haben. Wir haben 12 Bambus-Seeds und 4 Flax-Seeds. Also wir könnten noch mehr Flax anbauen, aber ich glaube, unser Flaxfeld ist groß genug. Wir schauen mal hier, wie viel wir haben. 113 Flax. Ich denke, das reicht. Das ist viel, auf jeden Fall ausreichend genug. Aber wir könnten hier mal schauen, ob wir schon wieder Äste ernten können. Können wir im Moment noch nicht, aber wir können Samen ernten. Aber ich glaube, das ist im Moment auch noch ein bisschen verfrüht. Da haben wir noch mal ein Getreide, das bauen wir gleich noch mal an. Und wenn wir hier vielleicht 4, 5 bis 10 Getreide, mehr brauchen wir hier nicht mehr, dann haben wir, denke ich, hier auch genug. Und jetzt schauen wir mal, wie weit unsere Schalen sind. Hier wird gerade unser Stone Pickaxe erforscht. Das ist auch super. Also es ist vieles gerade in der Arbeit. Hier ist die Erforschung oder das Erlernen der Keramik noch nicht ganz abgeschlossen. Okay, so. Wir haben hier 25 Flachs. Und hier haben wir 26 mit dem einen, das hier liegt. Geht sich das genau auf? Und jetzt schauen wir mal, wie viel wir hier haben. 113 Flachs. Das heißt, wir ernten die uns einfach auch mal ab. Im Moment ist gerade nicht viel zu tun. So, und hier haben wir jetzt Marigold. Und jetzt ist die Frage, was können wir mit Marigold Blumen alles für Medizin machen? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich denke, wir forschen hier nicht Marigold, sondern wir forschen tatsächlich
dann die Poppies, wenn die blühen. Wir warten also auf die Poppies und wir warten auf die Aloe, die beiden. Und wir ernten das Marigold, aber das wird hier sofort wieder verwendet, um weitere Pflanzen zu züchten. Soweit, so gut. Unser Faustkeil ist fast durch. Da haben wir die Seeds. Da können wir jetzt auch Folgendes machen, weil wir wollen jetzt ja nicht mehr die Flachspflanzen vermehren. Da haben wir jetzt genug, die 100 reichen uns, die wir haben. Und die Flachsfrüchte, die Samen, diese Flax Seeds, die können auch gegessen werden. Wir sehen das, wenn wir unter hier Ressourcen in die Liste gehen und auf Flax Seeds, dann sehen wir, dass die auch gegessen werden können, aber dass das standardmäßig ausgeschaltet ist. Genauso wie bei den Elderberries. Und da wir jetzt die Samen nicht mehr brauchen, weil wir keine neuen Pflanzen mehr anbauen wollen, können wir jetzt die tatsächlich zum Essen freigeben. Das ist nicht so, dass die Sapiens die über alle Maßen lieben, aber die werden schon ab und zu mal gegessen. Und warum nicht eine Nahrungsquelle erschließen, die wir haben, ohne Not ausschließen. Und was wir andersrum machen, die Elderberries brauchen wir jetzt nicht mehr zum Essen. Die werden später dann für Medizin gebraucht. Das heißt, hier würde ich das Essen tatsächlich wieder rausnehmen. Wenn wir Obst brauchen, nochmal zur Überbrückung, was im Moment ja nicht der Fall ist, weil wir hier im Moment das Alpaka haben, das Alpaka-Fleisch und später dann nochmal jede Menge von den Mammut. Brauchen wir im Moment, sind wir gut versorgt mit Nahrung. Das heißt, wir brauchen keine Elderberries ernten, um sie zu essen. Wir können die also aufheben für später für medizinische Zwecke. Und wenn wir wirklich Obst brauchen, dann sind mittlerweile unsere Bananenpflanzen groß genug. Und wir können die vermehren. Und was wir jetzt noch machen ist, nebenbei, wir vermehren mal unsere Jägerschaft etwas. Das heißt, wir nehmen die alle raus, wir sortieren hier nach Alter und wir schauen, und da sehen wir, der Mupa ist einer der letzten Zugänge, der ist noch nicht Jäger. Also teilen wir den doch mal als Jäger ein. So, den teilen wir als Jäger ein und dann sagen wir hier, das Alpaka, die sind gerade so schön neu am Lager. Dann jagt man doch mal wieder ein Alpaka und lernen, bilden da wieder einen Jäger aus. Weil 6 ist schon mal ein guter Stand, aber ich denke, wir könnten vielleicht 10 oder 12 Jäger brauchen. Und die nächste Sache, die wir jetzt nicht ganz aus den Augen verlieren dürfen, ist, Flintknapping ist jetzt erforscht, okay, damit können wir hier Faustkeile machen, Spearheads, also Spitzen, wir können Messer und wir können Pickaxes machen. Okay. Und da sieht man jetzt die Erklärung. Entschuldigung. After finding new type of rock, your tribe tried napping it to create new sharper edge. This new material is also more durable. Also ist die Sachen, die wir hier fertigen aus Flint, haben schärfere Kanten. Das heißt, sie sind schärfer. Bedeutet, sie schneiden besser, zum Beispiel beim Messer oder beim Flint-Hand-Axe, also bei einem Faustkeil, die arbeiten schneller, also ein Baum wird schneller gefällt. Oder der Speer, den wir vielleicht aus so einem Flint-Speer-Spitze machen, ist tödlicher, in Anführungszeichen. Das heißt, wir brauchen nicht ganz so viele Speere, um zum Beispiel Mammut zu erlegen. Statt 8 oder 10 Speertreffer reichen vielleicht 6 oder 7. Also das ist jetzt, und gleichzeitig halten diese more durable needs es ist haltbarer. Das heißt, die verbrauchen sich auch nicht so schnell. Das ist schon mal ganz, ganz nett. Und jetzt können wir natürlich die Entscheidung treffen, 19 Speere, wir brauchen auch neue Speere. Aber ich würde sagen, bevor wir die jetzt im Moment aus Flint bauen, weil Flint ist im Moment noch eine relativ begrenzte Ressource. Wir haben 6 Flint.
Das wäre natürlich schon eine nette Sache, wenn wir sechs Flintspeere haben. Aber ja, es ist jetzt auch nicht so, dass das sofort der totale Durchbruch wäre. Aber stattdessen wäre es günstiger, zum Beispiel unsere Speerspitzen aus Knochen zu machen und die Messer aus Knochen zu machen, weil Knochen eine Ressource ist, die wir vermehren können, indem wir jagen. Und das Fleisch essen, fallen da beständig Knochen als Abfallprodukt in Anführungszeichen an. Das heißt, wenn wir hier 14 Knochen haben, dann erneuern die sich wieder, während unsere Steine irgendwann eine begrenzte Ressource sind. Also wir müssen Boulder abbauen, wir müssen die Steine sammeln, wir müssen später möglicherweise unseren Steinbruch bauen. Also insofern ist es gut, wenn wir hier ein bisschen ressourcenschonend arbeiten und unsere Speerspitzen mal aus Knochen machen. Und ich würde sagen, wir fertigen einfach nochmal 20 Speerspitzen aus Knochen. Dann können wir auch 20 Speere daraus produzieren. Das ist eine feine Sache. Und was wir jetzt hier haben, schon gesehen haben, 2, 4, 6, 8, 10, sind unsere Bowls, also die Schüsselchen oder Schalen. Und die brauchen wir, um Medizin zu machen. Im Moment sind diese Bowls noch Wet Bowls. Aber wir sehen schon, die trocknen relativ schnell. Und wenn die getrocknet sind, können wir sie auch verwenden. Genauso wie hier diese Urn. Also diese Vase oder die Urne oder die Amphore. Die brauchen wir später, wenn wir unser Getreide verarbeiten. Da warten wir noch ein bisschen. Jetzt schauen wir erstmal, ob wir. Oder wir warten jetzt einfach entweder auf Poppy oder auf Aloha, um Medizin produzieren zu können. Und okay, unser Jäger ist noch unterwegs. Und hier macht die Mula, die macht unsere Speerspitzen. Ja, so. Und die produzieren wir jetzt in der entsprechenden Menge. Und wenn die ersten produziert sind, dann können wir hier auch Knochenspeere machen. Das heißt, die können wir noch nicht machen, weil wir die erst erforschen müssen. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, wo werden unsere Speerspitzen gelagert? Hier haben wir diese Bone Spear Heads. Und die erforschen wir jetzt. Und dann können wir Knochen Spe Speere mit Knochenspitzen machen. Okay, soweit so gut. Und hier sehen wir jetzt, hier essen die Sapiens tatsächlich den Samen, also den Flax Seed, die Flachssamen. Weil wir im Moment gerade, doch, wir hätten hier auch Fleisch, aber die mögen die Samen auch. Also es ist ganz gut, wenn wir die nicht mehr brauchen, weil unser Feld hier jetzt groß genug ist. Wir brauchen also keine weiteren Samen mehr, um Flachs anzubauen, wenigstens für den Moment. Und wir haben hier jede Menge, 102. Das heißt, wir können die auch jederzeit essen. Okay, so, soweit, so gut. Wir haben Speerspitzen in Auftrag gegeben. Wir haben die Erforschung der Speere in Auftrag gegeben. Und unser Jäger war erfolgreich. Das heißt, der hat jetzt das Alpaka gejagt. Dann können wir hier bei den Rollen sagen, okay, du bist fertig mit der Ausbildung. Tragen dich aus und wir suchen uns den nächsten. Hier haben wir jetzt den Mupa, denn der war gerade der neu Ausgebildete. Und hier sehen wir jetzt, die nächsten haben wir schon alle ausgebildet, bis auf Losa. Losa ist jetzt die nächste. Und die machen wir jetzt zur Jägerin. Und irgendwo hier waren noch Alpakas, jawohl. Und dann jagen wir das nächste Alpaka. Und wir schauen mal, ob die Loser dann irgendwann loszieht und jagt. Oder ist sie gerade beschäftigt? Das könnte natürlich auch sein, dass die Loser diejenige ist. Das ist die Mula. Ah, da zieht sie los und geht jagen. Okay. Da können wir erwarten, bis sie fit, bis sie Jägerin ist. Und hier haben wir jetzt die Flöten.
Und die können wir auch erforschen. Das tun wir jetzt auch mal. Und dann sehen wir, geht einer hin von unseren Sapiens und nimmt sich eine Flöte und versucht hier Musik zu machen. Und da übt er am Anfang ein bisschen und irgendwann kann er es dann. Und dann wird er den Rest des Stammes mit seiner Musik erfreuen. Das ist schon mal ganz praktisch. Und es wird die Stimmung deutlich heben. So. Und eine Sache müssen wir noch kurz uns anschauen. Das Alpaka-Fleisch ist fast gebraten. Es dauert noch ein bisschen, weil der kleine Ma, die kleine Mepa, oder der kleine Mepa, der lernt gerade das Basic Cooking. Okay, wir haben also noch zwei Alpaka-Meat, das ist okay. Und hier wird der Knochenspeer erforscht, das ist fast durch. Und sobald der erforscht ist, können wir auch aus den 20 Knochenspeerspitzen 20 Knochenspeerspitzen Speere machen. Okay, so weit, so gut. Hier haben wir noch jetzt eine Pickaxe. Und hier haben wir noch 9 Stein-Pickaxe-Heads. Das heißt, wir können hier noch 9 Stein-Pickaxe machen. Dann machen wir mal 9, weil damit können wir dann diese Boulder erforschen, diese Steinfindlinge, die hier rumliegen, die können wir dann erforschen und abbauen. Die verschwinden dann komplett. Die werden dann zu großen Steinen abgebaut. Und die großen, aus den großen Steinen können wir dann kleine Steine machen. Okay, unsere Jägerin war schnell, war schon erfolgreich. Das heißt, wir können sie auch austragen und schauen, ob wir noch einen Jäger ausbilden. Nächster wäre jetzt Mula. Die Mula. Okay. Aber die trägt ein Kind, denke ich. Ja, carrying a baby. So, die können wir also leider nicht auswählen. Da müssen wir nach Marco. Ist dann der nächste oder die nächste. Können wir bei der Diplomatie mal rausnehmen und bei der Jagd rein. Und dann war hier irgendwo noch hier. Schau mal, gibt es noch was Näheres? Nee. Dann jagen wir dieses Alpaka. So, da zieht sie los. Hier holt sie sich den Speer. Da zieht sie los. Alles klar. Und immer wenn man darauf wartet, dauert es natürlich umso länger. Weder unsere Aloha-Pflanze ist irgendwie gewachsen, noch die Poppys. Das heißt, mit der Erforschung unserer Medizin schaut sie im Moment noch ein bisschen mager aus. Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, wir warten einfach drauf. Und jetzt haben wir hier zwei Steinspitzhacken. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt mal so einen dieser großen Boulder hier ab. Wir nehmen den mal und erforschen den. Und dann sollte jetzt einer unserer Sapiens losziehen und mit einer Spitzhacke das Ganze erforschen. Jawohl, die Lavete macht es und die ist auch, glaube ich, gut im Erforschen. Das heißt, das wird schon relativ bald funktionieren. Gut. So, jetzt haben wir, wenn ich es richtig sehe, hier alle Alpaka-Fleischstücke gebraten. Die sind hier, die 4 Stück. Wir haben hier 36 Mammut, da machen wir mit denen jetzt nahtlos weiter. Wir machen das im Moment mit einem Lagerfeuer. Das ist natürlich ein bisschen ineffizient, in Anführungszeichen. Dauert lange, aber im Moment brauchen wir auch noch nicht so viel. Im Moment hält sich das gerade so die Waage, dass das Fleisch, das wir hier braten und produzieren, tatsächlich in der Zeit, in der wir es erstellen, annähernd auch wieder verbraucht wird. Das heißt,
Im Moment brauchen wir noch kein zweites Lagerfeuer. Wenn wir mal hier tatsächlich mehr brauchen, wenn die Menge sich erhöht, weil unsere Stammesmitglieder einfach deutlich mehr sind und mehr Essen brauchen, dann legen wir uns einfach ein zweites Lagerfeuer an und braten auf zwei Feuern gleichzeitig und haben die doppelte Geschwindigkeit. Das können wir also jederzeit tun. Und ja. So. Und durch unsere Jäger sind im Moment unsere Alpaka-Vorräte wieder etwas gewachsen. Da kommt jetzt das sechste. Wir haben schon fünf, hier kommt das sechste. Und also wir werden im Stamm keinen Hunger leiden. Jetzt schauen wir uns mal an, wie viel Jäger haben wir denn insgesamt? Wir haben zwei, vier, sechs, sieben, acht, neun. Dann sollten wir uns also vielleicht noch einen ausbilden, dann haben wir 10. Die Mula, die scheidet aus, weil die Mula carrying a baby, das haben wir gerade gehabt. Dann wäre hier Nico. Mit 45 ist der schon relativ alt. Oder die Nico. Aber gut, es macht noch Sinn, denke ich. Wir bilden die aus. Und dazu braucht man nochmal irgendwo ein Alpaka in der Nähe. Die Mula geht los und holt einen Knochen, um einen Spearhead zu bauen. Wir haben also zu wenig Knochen, um diese ganzen Knochensperrköpfe zu bauen. Also geht sie in der Landschaft suchen und findet tatsächlich hier einen Knochen, den sie sich holt. Ist okay. Im Moment haben wir nicht so viel zu tun, deswegen ist es kein Problem, wenn sie ein bisschen rumläuft und die Sachen sucht. Und hier haben wir noch mal ein Alpaka, das wir jagen können. Und hier oben wird schon unser Boulder erforscht. Okay. Und es ist schon wieder fast Abend. Und unsere Pflanzen sind noch nicht gewachsen. Das heißt, ein paar sind gewachsen, aber die, die wir wollen und brauchen, die sind leider noch nicht gewachsen. Die Aloe und die Poppies. Aber nichtsdestotrotz sollten wir die jetzt einfach mal vermehren. Das heißt, die Echinacea, die ernten wir jetzt und pflanzen die auch sofort wieder zwei Stück, um die so schnell wie möglich zu vermehren. Und hier haben wir drei Ginger, die vermehren wir auch wieder. Also dreimal ernten und dreimal pflanzen. Eins, zwei, drei. Ah, jetzt haben wir die Poppies und zwei Knoblauch. Also wir machen nochmal schnell die Knoblauch und den Knoblauch wieder pflanzen. Eins, zwei. Und die Poppies sind reif und da reicht uns eine Blüte erstmal zum Erforschen. Wir erforschen also jetzt eine Poppyblüte und die anderen drei, die pflanzen wir auch gleich wieder an. Also die eine brauchen wir zum Erforschen und die übrigen drei verwenden wir, um die zu vermehren. So, und jetzt ist die Musik erforscht. Sehr schön. Da sehen wir jetzt hier auch, dass zum Pflanzen diese Hatchets verwendet werden, also die Hacken, was deutlich effizienter ist. Und jetzt schauen wir mal, wo unsere Blüte hier im Lager deponiert wird. Hier. Okay, das ist die eine Blüte und die erforschen wir jetzt. Ah, und wir haben noch ein Problem. Das müssen wir jetzt noch schnell machen. Wir brauchen noch einen Stein. Brauchen noch einen großen Stein. Und es ist schon zu dunkel. Verflixt nochmal. Das war also jetzt ein bisschen blöd. Das ist noch nicht erforscht, zu Ende erforscht. Das heißt, hier kriegen wir noch keine Steine. Wir brauchen noch unseren Grindstone. Das heißt, unser Poppy ist hier wahrscheinlich jetzt irgendwo abgelegt zum Erforschen. Wir schauen mal. Irgendwo hier liegt diese Poppyblüte. Ups, hier ist ein neuer.
Stamm. Gibt es da noch jemand? Irgendwann entwickelt man so einen Blick dafür, wenn einer der Sapiens oder mehrere dieses Symbol nicht über dem Kopf haben, wenn die also einfach so rumlaufen. Und dann fällt es sofort einem auf. Und das hier ist wieder ein Besucher, den wir natürlich versuchen zu rekrutieren. Und ich denke, das gelingt auch sehr schnell. Hoffen wir mal, gehen wir mal davon aus. Und wir schauen dann gleich mal, ob er alleine war. Nein, oh, das waren drei insgesamt. Okay, da hinten. Hier ist noch jemand. Und irgendwo war noch ein dritter. Ich vermute mal, der war schon hier irgendwo im Lager zugange. Unerkannt. Und hätte uns womöglich Fleisch geklaut. So, kurzer Check-up. Wie viele Sapiens haben wir? 21. Und wie viele Betten haben wir? 31. Okay, also da sind wir auf der sicheren Seite. Und jetzt nochmal kurz die Frage, wo ist unser Poppy, der erforscht wird? Irgendwo müsste jetzt so eine Blüte rumliegen, die erforscht wird. Seht ihr die nicht. Knoblauch, den bauen wir auch gleich wieder an. Und hier haben wir zwei Ginger, die wir auch gleich wieder anbauen. Ginger. Eins, zwei. Und hier haben wir nochmal Echinacea, die wir auch wieder anbauen. Echinacea. Eins, zwei. Und eine Marigold. Also das geht jetzt relativ schnell, wenn wir hier die Pflanzen vermehren. Aber die Aloa brauchen relativ lang, um zu wachsen. Aber irgendwie habe ich jetzt hier diese Poppypflanze hier. Hier liegt sie unterm Fleisch. Oder? Ja, da ist irgendwo die Blume. Da liegt sie drunter. Okay, gut versteckt unterm Fleisch. So, und hier haben wir jetzt ein Problem. Can't investigate. Kann also nicht untersucht werden. Needs grinding tool. Also braucht einen Mörser. Zum Beispiel einen Queerstone, einen Mörser. Needs one marigold flower und ein turmeric root. Okay. Also wir brauchen einen Mörser und wir brauchen ein Turmeric. Das heißt, das nächste Turmeric-Pflanze müssen wir uns dann nicht mehr anbauen oder sollten wir nicht mehr anbauen, sondern tatsächlich hier auf für unsere Untersuchung aufheben. Es reicht also nicht, diese Blume alleine zu haben, sondern wir brauchen auch die anderen Blumen noch dazu. Also wenn hier nochmal ein Marigold wächst, dann sollten wir die zur Vermehrung verwenden. Das heißt, wir schalten aber am besten hier diese ganzen übrigen Marigolds ab. Ansonsten wird nämlich die Blüte, die wir hier möglicherweise ernten, nicht für die Untersuchung verwendet, sondern tatsächlich, um sie sofort wieder hier zu pflanzen. Und das wäre nicht im Sinne des Erfinders. Und hier haben wir nochmal Poppies. Vier Stück. Die wir auch ernten und gleich wieder setzen. Poppies. Drei, vier. So. Also unser Blumen- und Kräutergarten, der wächst und gedeiht. Sehr schön. Und jetzt schauen wir mal hier, unser Getreide wächst auch. Mittlerweile haben wir 10. Wir ernten das und wir setzen das ein letztes Mal. Ich würde sagen, die 10 verwenden wir nochmal, um unser Feld zu vergrößern. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10.
Und ich denke, dann haben wir hier irgendwas so 30, 40 Getreide wahrscheinlich. Und das reicht uns dann, denke ich, um eine mittlere Produktion, Brotproduktion aufzubauen. Jetzt schauen wir noch ganz kurz, was liegt hier. Ein Speer. Okay, den sollten wir natürlich dann noch mal holen irgendwann. Und hier liegt der Stein, den ich da markiert habe, um dieses Grinding Tool, um den Queerstone, also den Mörser zu bauen. Aber das wird nicht mehr geholt, weil es schon zu dunkel ist. Und hier ist immer die Frage, warum geht unser Feuer aus? Wahrscheinlich, weil, wenn wir bei den Rollen reinschauen, zu wenig Leute für das Fire Lighting zuständig sind, nämlich die drei. Und ich denke, da sollten wir einfach noch ein paar mehr einteilen. Wir nehmen mal ein paar, die eh wenig Jobs haben und vor allem junge Kinder, weil wenn Kinder das lernen, dann bleibt diese Fähigkeit natürlich lange erhalten. Die Kinder können das ausüben und 40 Jahre lang werden die dann sozusagen uns das Feuer, bis sie alt sind, pflegen und hegen. Feuer heißt hier die Fackeln versorgen mit Heu und unser Lagerfeuer unterhalten. Apropos Heu, da sollten wir also auch wieder mal schauen, dass wir einen Nachschub organisieren. Aber das machen wir nicht mehr heute, sondern ich denke morgen. Und unsere Schüsseln sind inzwischen getrocknet. Das heißt, wir können tatsächlich Medizin bauen, wenn wir denn unseren Stein hier haben und diesen Mörser bauen können und wenn wir denn die übrigen Blüten noch haben, also eine Marigold und eine Turmeric brauchen wir noch. Turmeric ist hier. Gut. Und hier liegt noch jede Menge Getreide, das angebaut werden muss. Also, ich denke, der nächste Tag wird nochmal im Zeichen der Medizinproduktion stehen. Wir braten weiterhin Mammutfleisch. Da haben wir schon einen kleinen Vorrat. Und wir können hier den Flachs noch spinnen. Das machen wir einfach auch mal. Wir sagen hier 50 mal Flachs. Und hier nochmal 50 mal Flachs. Weil der Vorteil ist, die Flachspflanzen hier, die verrotten tatsächlich, wenn auch sehr langsam in einem Jahr. Und der Flachstwine, also die Schnur, die hält ewig. Die geht also nicht verloren. Das heißt, wenn wir den Flachs zur Flachsschnur verarbeiten, dann haben wir nicht mehr das Problem, dass der irgendwann verrottet. So. Soweit, so gut als Vorbereitung für morgen. Und ich denke, das war's für die heutige Folge. Morgen werden wir hoffentlich unsere erste Medizin produzieren. Und dann werden wir uns auch ein paar Schüsselchen, drei oder fünf, auf Vorrat produzieren. Und dann werden wir versuchen, neben der normalen Verletzungsmedizin auch nochmal eine Medizin gegen Verbrennungen zu produzieren. Und mit den beiden sollen wir erstmal gut ausgestattet. Vielleicht machen wir auch noch was gegen Virus, falls doch irgendwo noch mal eine Infektion auftritt, dass wir die sofort in den Griff kriegen können. Und wenn wir diese Medizin dann haben, dann sind wir erstmal gut versorgt. Und so haben wir unser erstes Ziel erreicht. Unsere Sapiens haben ein Bett mit einem Dach drüber. Wir haben genügend Nahrung und wir haben auch eine medizinische Versorgung. Damit sind wir erstmal, glaube ich, hier gut aufgestellt und dann können wir langsam daran gehen, uns Nahrungsvorräte im größeren Stil zu versorgen, zu verschaffen und unseren Stamm weiter aufzubauen über Nachwuchs und Zuwanderung. Und dann, wie gesagt, überlegen wir uns mal langsam ein Projekt. Mir schwebt da wirklich eine kleine Siedlung da vorne an diesem großen Fluss vor, vielleicht mit einem kleinen Hafen, wo wir sagen, wir können irgendwie Handel treiben mit entfernten Stämmen. Okay, gut, soweit, so schön für heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Salut.